So. Dankeschön. Jetzt bewegen wir uns so ungefähr 60 oder 40, 50 Jahre zurück zu Marlene Dietrich. Man hat mir ja irgendwie diese Woche gesagt, dass Drag ja eigentlich Bildungsarbeit ist, also genießen Sie diese Bildungsveranstaltung. Performative Aneignung von Geschlecht und dergleichen. Aber jetzt geht's zur Sache. Gott, sind die Menschen doch sentimental, sie machen sich selber die Liebe zur Qual, beim allerkleinsten Flirt, man ewige Liebe schwört. Wir sind moderner, ob Mann oder Maid, wir lieben treu, aber immer auf Zeit, das leuchtet jedem ein. Da gibt's keine Schere herein, weil das Küssen einem immer schmeckt, wenn oft man wechselt das Objekt. Aber wehe, wehe, wehe vor Liebe und Verlobung und Ehe. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt beim Glase Wein, der nächste wird bestimmt genauso reizend sein. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich bloß, na endlich bin ich wieder ein Verhältnis los. Gott, wie bequem wird das Leben dann sein, führt man diese Neuerung überall ein, dann ist man ewig treu, von Februar bis Mai. Denn ohne Zweifel, es eignet sich schon, manche meint mehr für die Sommersaison und mancher junge Mann, na der zieht alle nur im Winter an. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt beim Glase Wein, der nächste wird bestimmt genauso reizend sein. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich bloß, na endlich bist du wieder ein Verhältnis los.